Derp, derpity, derp, 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 derp. Großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere... Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Jahre ist es her, dass der großartige Niki Lauda hier in Sandford seinen 25. und letzten Grand Prix-Sieg holte. Nur 2 Zehntel vor seinem damaligen McLaren-Teamkollegen Alain Prost und nach einer Aufholjagd von Startposition 10. Die Strecke, die wir hier sehen, ist natürlich ganz anders als damals, aber sie hat immer noch eine beeindruckende Geschichte vorzuweisen, zu der heute mit dem großen Preis der Niederlande 2020 ein weiteres Kapitel hinzukommen wird. Eine Runde auf dieser 4,2 Kilometer langen Strecke von Sandford führt durch 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links und vor Kurve 1, auch als Tarzan-Bocht bekannt, über eine 678 Meter lange Hauptgerade, die mit DRS-Unterstützung die beste Überholmöglichkeit auf dieser Strecke bieten sollte. In einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Eismann startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc und Vettel, Perez, Albon, Stroll und Daniel Ricciardo, Grosjean, Norris, Esteban Ocon und Gasly, Magnussen. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Quert, Antonio Giovinazzi und Carlos Sainz, Russell, Aitken, Latifi und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht.
weiter so. Wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Zeigt erste Verschleißspuren. Optimalleistung nicht mehr möglich. Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Abstand zum Teamkollegen beträgt 21,8 Sekunden.
den Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. We'll be right back.
Fahr jetzt raus. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 10,5 Sekunden. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen.
voll und kommen wir mit dem Benzin noch aus. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Benzin noch aus.
Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Absolute Spitzenklasse. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Super gemacht. Viele haben daran gezweifelt, ob dieses Team hier in Sanford gewinnen kann, aber es wurde ein spektakulärer Erfolg. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, so viel steht fest. Sehen wir uns nun die Fahrer an.